Es ist möglich, dass wir in einem Universum leben, dem wir komplett egal sind. Und das macht einen Abgrund auf für das menschliche Individuum, mit dem wir, glaube ich, noch nicht fertig werden können. Aber von dieser Paranoia handelt der Film. '62 reist der Physiker Johannes Leinert zu einem Kongress in die Schweizer Alpen. Dort wird eine bahnbrechende Enthüllung zur Quantenmechanik erwartet. Während sich Johannes immer mehr in Multiversumstheorien verliert, fühlt er sich zunehmend von der Jazzpianistin Karin angezogen. Als kurz darauf ein Kongressteilnehmer unter mysteriösen Umständen stirbt und Karin plötzlich verschwindet, kommt Johannes nach und nach einem dunklen Geheimnis auf die Spur. Wen haben Sie wirklich hier gesucht? Der Schwarz-Weiß-Mystery-Thriller Die Theorie von Allem ist ein Arthouse-Gegenentwurf zu den Multiversumsfilmen aus Hollywood, inszeniert mit zahlreichen Referenzen an die Kinogeschichte. In Berlin haben wir Regisseur und Drehbuchautor Tim Kröger zum Interview getroffen. Ja, hallo Tim, vielleicht kannst du zum Einstieg erstmal kurz sagen, wie bist du denn auf die Idee zu dem Film gekommen? Man sitzt im Zug und hat plötzlich so eine Idee, die Theorie von Allem, dieser Titel. Ich wollte, glaube ich, immer einen Film machen, der von sowas wie der Weltformel handelt. Aber dann kam die Idee so im Paket, schwarz-weiß, skifahrende Physiker, irgendwie so eine Mischung aus Erich Kästner, heile Welt, Vertrautheit und so einer David Lynch-Paranoia. Und dann hat es aber Jahre gedauert, diesen Plot zu entwickeln. Das hat mein Drehbuchautor Roderick Warich gemacht. Der hat eigentlich in langen Spaziergängen mit mir auf die Figuren und Atmosphären, die ich hatte, so reagiert. Und diese ganze Geschichte, ich will ja nicht zu viel verraten, aber es handelt auch von Parallelwelten, in dieses 60er-Jahres-Setting gebracht und in einen kohärenten Plot, der ein Verwirrspiel betreibt und von Verschwörung handelt, aber uns an emotionale Orte bringt, die wir vielleicht nicht erwarten. Und genau, du hast ja gerade schon ein paar Namen genannt, aber gab es halt bestimmte konkrete filmische Vorbilder, die du so als, sag ich mal, Inspiration genommen hast? Das kam später mit der Arbeit an der Filmmusik, wo wir hatten relativ eklektische Vorbilder, alles von so Nachkriegsfranzosen, auch Leute, die für Godard gearbeitet haben, Paul Misraki, bis natürlich zu Bernard Herrmann. Und Bernard Herrmann ist am bekanntesten durch seine Hitchcock-Musik, nicht nur Twilight Zone, aber Hitchcock-Filme vor allem. Und die Art, wie die Musik da funktioniert hat, schwebte mir schon immer vor, dass dieser Film diese Art von Musik braucht und sie auch auf eine Art einsetzt, die nicht immer ganz direkt emotional sich mit dem Bild verbindet, sondern wie so eine Unterströmung hat und mit Filmmusik spielt, weil Film hat da so die Möglichkeit, mehrere Ebenen übereinander laufen zu lassen. Und diese Art von Musik brauchte ich, wollte ich, und das hat uns automatisch mehr in diese Hitchcock-Welt geführt. Und natürlich auch visuell, grammatikalisch funktioniert der Film teilweise sogar wie ein früherer Film, also nicht nur 60er Jahre, sondern sogar 40er, 50er Jahre. Hitchcock ist da drin und natürlich viele, viele Filmemacher, die wir vielleicht nur halb erinnern und selber gar nicht so genau gesehen haben. Und ich glaube, den Zuschauern wird es auch so gehen. Also vielleicht ist da Edgar Wallace drin oder so Filme, die wir als Kinder gesehen haben. Oder wie gesagt, eben Filme, die wir vielleicht nie gesehen haben, aber von denen wir mal gehört haben, wie die sich anfühlen. Und all diese Form von merkwürdiger Kinovertrautheit war von Anfang an wichtig, weil wir auch mit diesen Genres spielen wollten und sie gleichzeitig ernst nehmen wollten. Ist das hier die einzig wirkliche Welt oder gibt es nicht auch noch parallel existierende Welten, in denen die Dinge anders verlaufen wären? Das hier könnte sich als richtungsweisend erweisen. Wie kommen Sie überhaupt darauf? Sie wachen morgens auf und Sie haben irgendeinen Einfall und Sie sind sich sicher, dass das stimmt. Als hätten Sie in eine andere Welt geschaut. Dieses Oberthema, sage ich mal, Multiversum, ist ja was, womit sich Menschen schon immer irgendwie beschäftigt haben. Diese Frage, gibt es parallele Welten oder was wäre, wenn ich mich so und so entschieden hätte? Und gerade auch in den letzten Jahren, das ist ja jetzt in der Popkultur durch das Marvel-Universum natürlich ein Begriff, den mittlerweile auch fast jeder kennt. Was glaubst du, woher kommt diese Faszination für ein Multiversum? Ich glaube, wir sind gerade als Menschheit, zumindest im Westen, auf der Suche nach einer neuen Utopie und haben sie auf keinen Fall gefunden. Wir sind eine relativ hoffnungslose Generation, wenn wir uns mit der Vergangenheit vergleichen, zumindest mit der Vergangenheit im Westen der letzten 50, 60 Jahre. Und Kino hat damit zu tun, weil Kino bringt uns heutzutage keine neuen Visionen, sondern nur 3000 Milliarden Arten, wie die Welt enden kann. Oder ob jetzt Thanos da mit der Hand schnipst
oder das war alles dann doch nicht so schlimm. Aber das Multiversum in Hollywood, das ist nochmal so die eine Sache. Wir hatten damals, Roderick hatte damals die Idee zu dieser Parallelweltengeschichte und mir kam sie damals noch, sag ich mal, recht originell vor, das ist auch schon ein paar Jahre her. Und mittlerweile sind wir umgeben davon. Ich kenne nicht den genauen Grund. Aber ich glaube, es hat mit einer gewissen Orientierungslosigkeit zu tun. Vielleicht auch mit der Postmoderne, wo wir das Gefühl haben, alles wurde eh schon erzählt und tausendfach gesehen. Man muss jetzt in die Lücken zwischen den Welten gehen, um noch irgendwas Neues zu erzählen. Aber ich glaube, es ist insgesamt gesehen so ein Stochern im Meer, im unendlich weiten Meer der Möglichkeiten. Und Hollywood macht so das eine damit. Ich glaube, wir machen was ganz anderes damit. Wir arbeiten relativ indirekt damit. Wir erfahren über Träume und Erinnerungen, dass es hier anscheinend von Parallelwelten handelt. Und später wird es dann expliziter. Und ich glaube, wir nehmen das Multiversum auf eine ganz andere Art ernst und hinterfragen eben das Konzept von Schicksal, so, weil der Film ist so eine Art Heldenreise. Ein junger Physiker soll irgendwie ein Genie werden. Wir spüren das. Sein Doktorvater glaubt nicht an ihn, ein anderer glaubt an ihn. Dann kommt er am Ende in eine dunkle Höhle und muss quasi den Drachen besiegen. Wir kennen diese Geschichte, aber bei uns läuft sie dann doch ein wenig anders. Und das hat damit zu tun, dass dieser Film die ganze Zeit auf einer Metaebene diese Frage nach Schicksal behandelt. Also Johannes selber hat vielleicht von dieser Formel geträumt. Die Wissenschaftsgeschichte ist voll von solchen Beispielen. Und auch wir, ob wir jetzt Physiker sind oder nicht, wir reden uns, glaube ich, in unserem Leben oft ein, dass wir so eine Art Schicksal folgen oder dass unser Leben einen besonderen Sinn ergibt. Zumindest retroaktiv machen wir das. Also dass wir so sagen, diese Entscheidung, die ich da getroffen habe, die hat dazu geführt, das war total sinnvoll, weil, oder selbst dieser Unfall, der mir zugestoßen ist, das hat zu etwas Gutem geführt. Und wir neigen dazu, an dieses Schicksal zu glauben. Aber im Grunde, wenn wir kurz ehrlich zu uns sind, wissen wir nicht, ob das existiert. Und jeder Film, der nur ein Ende hat und eine Geschichte erzählt, handelt implizit von Schicksal und will uns was davon erzählen. Aber wenn man das Multiversen-Konzept kurz ernst nimmt, heißt das, es ist alles möglich und nichts hat Bedeutung, außer der Bedeutung, die wir selber da reinsehen. Es ist möglich, dass wir in einem Universum leben, dem wir komplett egal sind. Und das macht einen Abgrund auf für das menschliche Individuum, mit dem wir, glaube ich, noch nicht fertig werden können. Aber von dieser Paranoia handelt der Film. Wie kommst du selbst, sage ich mal, vielleicht mit dieser chaotischen Welt voller Widersprüche zurecht? Wie hast du deinen Weg gefunden? Auch in diesem Widerspruch. Also ich bin eigentlich so rational, skeptisch erzogen und habe mich auch immer für einen Atheisten gehalten zum Beispiel. Aber ich fand immer, Kino ist ein ganz toller Ort, um diese großen metaphysischen Fragen zu stellen. Gibt es sowas wie Geister? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Gibt es Schicksal? Und fast jeder Film, den ich toll finde, sei es ein guter Star Wars Film oder ein Stanley Kubrick Film oder ein Tarkovsky oder ein Lynch Film, handelt irgendwie von diesen Fragen oder gibt uns Teilantworten darauf oder beschäftigt sich damit. Und das hat mich immer fasziniert und ich glaube, das ist der Grund, was bis heute Kino relevant macht, jenseits des Tagespolitischen. Professor Blumberg, ist alles in Ordnung bei Ihnen? Ich werde abreisen. Adieu. Wir sind auf der Spur noch ein paar Männer. Sie stecken hinter allem. Ein Unterthema im Film ist ja auch so dieses, dass man bestimmte Ereignisse oder Sachen, die man erlebt hat, auch verdrängt oder nicht wahrhaben will. Was glaubst du, warum neigen Menschen dazu? Ich glaube, weil Menschen ihren eigenen Schatten nicht akzeptieren können, weil es oft sehr unangenehm ist, einzusehen, wie fehlerhaft man handelt, denkt, erinnert, agiert. Der Film handelt ja von Figuren in der Vergangenheit, die auch verdrängen und die machen das fast auf so eine klassisch psychoanalytische Weise. Also solche Art Patient gibt es heute vielleicht gar nicht mehr. So Leute, die Dinge dann komplett von sich drängen. Wir haben hier zum Beispiel einen Doktorvater, der sehr streng auftritt und der im Verlauf der Geschichte erfährt und irgendwie erfahren muss, dass vielleicht doch was dran ist an dem, was sein Jüngling da erzählt. Aber aus irgendeinem Grund muss er es verdrängen. Und das tut er auf eine Art, die wir vielleicht noch kennen von unseren Eltern und Großeltern, die heute natürlich auch noch passiert, aber in anderer Form. Und natürlich handelt der ganze Film auch auf eine Art von so begrabenen Geistern der Geschichte, die so 1962
war halt noch nicht so weit entfernt vom Zweiten Weltkrieg und alle unsere Figuren haben irgendwie noch Verstrickung mit den Geistern der Vergangenheit. Genau, wie wichtig ist es vielleicht auch, gerade halt nicht bestimmte Dinge zu vergessen, also dass man bestimmte Sachen immer und immer wieder auch sich vor Augen führt, jetzt eben auch im geschichtlichen Kontext. Ich glaube, ich betrachte das so ein bisschen kaleidoskopisch, um irgendwie die Gegenwart zu begreifen, möchte ich gerne so die Puzzlestücke und Scherbenstücke der Vergangenheit immer wieder neu arrangieren und sie und so zu verstehen, wie sind wir denn da hingekommen. Ich glaube, wenn Kino eins gut kann, dann dieses Multiversum von Kinoerinnerungen und Versatzstücken, die mit unserer Vergangenheit zu tun haben, neu zusammenzusetzen und vielleicht irgendwann an Orte zu führen, an denen wir noch nicht waren, und zu Erkenntnissen zu bringen. Alles klar, ja. Vielen Dank. Bleib nicht stehen!